Ja, also ihr Lieben, schaut mal, was hier für eine Schlange steht. Jetzt gehen gerade die Tore auf von der Caravan Live in Freiburg. Heute ist Samstag, also der dritte Tag der Messe. Ein super tolles Wetter haben wir heute und eine riesen Schlange von Menschen, die hier Einlass wollen. Klasse. Also das wird, glaube ich, heute noch mal ein richtig toller Tag. So, die Messe geht jetzt zu Ende und wir müssen sagen, es war eine kleine, aber dennoch feine Messe. Es gab viel Zubehör zu sehen und es gab auch etliches an Fahrzeugen. Ein schöner Querschnitt war dabei und was alles an Fahrzeugen und an Zubehör so war als Querschnitt, das zeigen wir euch jetzt im Anschluss. Viel Spaß dabei. Ja, viel Spaß.
Ursi und Helle, ich bin echt eine Ehre, dass ihr hier seid, wirklich, ist echt cool. Ich habe ja übrigens alle, die hier auf dem Camp stehen, haben wir eingeladen, weil das alles so ein bisschen so die YouTube-Channels sind, die ich selber auch persönlich verfolge und einfach auch. Also vielen Dank nochmal, dass ihr alle gekommen seid. Wir haben drei Themen, Schwerpunkte uns vorbereitet. Was für uns ein ganz großes Highlight war, das war dieses Jahr, dieses Fan-Fan-Camp, das in dieser Form das allererste Mal überhaupt stattfand. Und welche Teilnehmer an dem Camp noch alles dabei waren, die stellen sich jetzt alle persönlich vor. Jawohl, wir bedanken uns schon mal bei der Idee, bei der Messe Freiburg für diese tolle Idee, die sie gehabt haben. Und beim Agi, dass er uns mit ausgesucht hat. Uns hat es sehr, sehr gut gefallen, das Fan-Fan-Camp, oder? Ja, war. Wir waren super. Sehr gerne hier Teilnehmer. Ja, super war das. Ja, hallo liebe Ursi und hallo liebe Zuschauer von Ursi und Helle. Ich bin der Aki von VanFan und ich organisiere das Ganze schon seit einem Jahr zusammen mit der Messe hier, das VanFan Camp. Und ich bin so stolz, dass auch Ursi und Helle dabei sind, denn die haben echt tolle Vorträge gehalten hier und eine richtige Fanbase hier mit hergebracht. Falls ihr noch kommen möchtet, je nachdem wann das Video rauskommt, dann freue ich mich natürlich, euch zu sehen. Ansonsten bleibt gesund und schaut weiterhin Ursi und Helle. Ciao. Also ich bin Anja von bullitour.com. Also das ist mein Reiseblog. Ich bin auch auf Instagram zu finden unter bullitouristin, wenn es interessiert. Und ich lebe in meinem VW-Bus seit 2-3 Vierteljahren. Im Januar werden es dann 3 Jahre. Und zwar zusammen mit meinem Sohn. Der ist gerade 10 Jahre alt geworden. Und ja, so sind wir seit 3 Jahren hauptsächlich in Europa unterwegs. Ja. Hallo, wir Hi. Sind Diana und Hauke von Vigo on Tour und auf YouTube machen wir hauptsächlich Reisevideos auf unserem Kanal. Ja, wir sind europaweit unterwegs. Und so ein paar Modifikationen an unserem Bulli haben wir auch vorgenommen. Ja. Genau, die gibt es da auch zu sehen dann. Genau. Moinsen, Stefan ist hier, herzlich willkommen bei Happy Camping. Und oder so, hätte ich fast gesagt, ist ja gar nicht. Aber der Stefan, der bin ich trotzdem und Happy Camping ist es auch. Was machen wir? Wir machen eine ganze Menge. Wir machen Instagram und YouTube und Facebook und richtige Treffen so in der Realität. Und auf unserem YouTube-Kanal, da zeige ich euch eine ganze Menge über Campingplätze, Wohnwagenvorstellungen, Zubehör, alles das, was den gemeinen Wohnwagencamper, aber auch so ein paar andere Zelter und Vanfahrer und so mit Camping in Verbindung bringen. Das mache ich total gern. Und dir wünsche ich noch einen schönen Tag. Mach gut. Tschüss. Uli? Und Freddy? Von One World 1000 Places. Ja, und unser Schwerpunkt ist Reisen an Wochenenden und an unseren Urlaubstagen. Und das ist unser auch Technik, Hobby. Tipps für Camping. Guck bei uns mal rein. One World 1000 Places. Tschüss in die Ferne. Tschüss in die Ferne. Hallo, ich bin der René von WOM Adventure. Ja, ich bin mehr der Abenteurer. Ich suche ein bisschen die Grenzen des Lebens, reise umher. 365 Tage im Jahr, jeden Tag. Ich lebe im Wohnmobil, in meinem selbstgebauten Expeditionsmobil und macht echt Spaß. Tschüss!
Hallo. Hallo. Schön bei euch zu sein, Ursi und Helle. Ich bin der Camper Tobi und ich komme erst mit Campern rum, lebe seit 7 Jahren in Campern. Und seit 5 Jahren der 31. Wagen von Etrusco einer, den habe ich mir mitgenommen für das schöne Camp, in dem wir hier in Freiburg sind. Und da ist auch der neue Ducato schon drunter. Ich durfte den schon düsen und ich finde ihn geil. Man hat so ein bisschen den Sport Ducato daraus gebastelt. Freut euch, wenn ihr den bestellt habt. Dauert zwar noch ein bisschen, aber ist echt cool. Und ansonsten haben wir es schön. Wir haben so liebe Kollegen und wir feiern das selber gerade. Nicht uns, sondern euch, weil ihr uns so schöne Möglichkeiten gebt, für euch die Campingwelt zu erforschen und euch immer wieder was zu liefern. Und ich bin halt so der Messemensch. Ich schieße auf der Messe los. Ich bin so die Bildzeitung mit bewegten Bildern, aber nicht mit dem Hof. Also, oder wie auch immer. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, danke. Grüß euch. Ja, ich bin die Katja von den Nachtlichtern. Wie der Name schon sagt, ich bin nachts unterwegs. Das heißt, ich fotografiere alles, was so zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang passiert. Und ja, freue mich der schönen Lichter, die es in der Nacht gibt. Die sieht man mit dem Auge nicht so gut, deswegen fotografiere ich sie und bin da gerne mit meinem kleinen Nugget unterwegs. Das lässt sich ideal kombinieren. Ich könnte gerne mal reinschauen. Ist ja auch mein mobiles Büro hier. Ein kleines Büro, aber fein. Hier arbeite ich jeden Tag. Und freue mich, dass ich damit unterwegs sein kann. Genau. Ja. Viel Spaß auf der Messe. Hallo, ich bin der Markus von Fan4Van und ich betreibe einen kleinen YouTube-Kanal. Warum? Weil ich meine Geschäftsreisen gegen Hotel und so weiter mit dem Camper eingetauscht habe und dafür sehr viele Erfahrungen sammle. Und die versuche ich auf dem YouTube-Kanal einfach mitzuteilen mit Tipps und Tricks. Und all das findet man bei mir auf dem Kanal. Der ganz wichtige Aspekt von diesem Fan-Fan-Camp war ja eigentlich, dass die Zuschauer, die uns eigentlich immer nur hinterm Bildschirm verfolgen können, uns auch mal persönlich kennenlernen können. Und das muss ich sagen, das war so toll, euch auch mal persönlich kennenzulernen. Das war richtig schön und es hat uns wunderbar gefallen. Ja, uns hat es gefreut, einmal die Gesichter hinter den Kommentaren, hinter den freundlichen Kommentaren kennenzulernen. Also das war wirklich ganz toll. Und wir haben mit vielen, die hier bei uns am Wohnmobil waren, wenn sie uns angetroffen haben, leider mussten wir ja natürlich auch in die Halle gehen, haben wir Fotos gemacht und die zeigen wir euch jetzt, wer alles bei uns ein Selfie mit uns gemacht hat. Ja, und dafür herzlichen Dank. Dank. Jawohl.
So, die Messe geht jetzt zu Ende. Morgen früh reisen wir weiter in unsere Lieblingsortschaft Bad Waldsee. Aber da steht nichts Wichtiges an, nur einfach die Tüchtigkeitsprüfung. Und die Armlehnenreparatur. Aber das spielt ja keine Rolle. Es war auf jeden Fall eine ganz tolle Messe. Wir bedanken uns beim AG, der das Fan-Fan-Camp organisiert hat. Mhm. Wir bedanken uns bei der Messeleitung der Messe Freiburg, die das alles mit veranlasst hat. Und wir hoffen, wir wurden unseren Aufgaben, für die wir hier vorgesehen waren, gerecht. Uns hat es riesen Spaß gemacht und wir wären froh, wenn wir wieder 2022 dabei sein dürften, / könnten. Ja, also wir sagen auf jeden Fall Danke an alle, die das hier ermöglicht haben. Und auch vielen lieben Dank an euch, viele Zuschauer, die zu uns gekommen sind und uns persönlich begrüßt haben. Ja, und auch nochmal viele Grüße an die ganzen Blogger und Vlogger, die dabei waren. Wir haben so tolle Abende gehabt. Ja, nicht nur Abende, der ganze Tag, die ganzen Tage waren einfach sehr schön. Wir konnten viel miteinander reden und diskutieren, haben andere Welten auch kennengelernt, weil das Camp ja vollkommen unterschiedliche Teilnehmer hatte. Es war einfach rundum gelungen. Ja, ganz unterschiedliche Interessen, ganz unterschiedliche Menschen, ganz unterschiedliche Fahrzeuge. Und alles hat in einer ganz tollen Harmonie miteinander zusammengespielt. Also es war super. Mhm. Wir geben dem Camp einen... Und zwar einen ganz dicken Daumen. Wolltest du noch was sagen, Schatzi? Ja, einfach nur Danke an alle, die das ermöglicht haben. Genau. Und wenn es euch gefallen hat, dann... Dann freuen wir uns natürlich auch wieder über einen... Daumen. Also bis zum nächsten Video. Jawohl, sage jetzt einfach Tschüss. Tschüss. Und schaut mal die anderen Kanäle rein, das sind dann auch Berichte von der Messe. Ja, genau, die verlinken wir, denke ich. Gell? Ja, natürlich, die sind ja da drin. Ja, ja, alles klar. Ciao. Tschüss.